Sicher kennst du diesen biblischen Bericht von den beiden Männern, die sich zurück nach Emmaus auf den Weg machen, nachdem sie die Geschehnisse in Jerusalem hinter sich lassen wollen. Etwas war passiert, was sie irritiert hat. Sie hatten so viel mit Jesus erlebt, so viel Zeichen und Wunder gesehen, so viel Wort Gottes bei sich gehabt, so viel mit ihm unterwegs gewesen, gegessen, einfach den Tag gestaltet. Er hat ihr ganzes Leben ausgemacht und dann war jetzt etwas passiert, was nicht so in ihre Erwartungen gepasst hat, nicht dem entsprochen hat, wie sie das dachten, wie das sein sollte. Sie hatten so ihre eigenen Vorstellungen von dem, wie sich diese Geschichte weiterentwickeln sollte. Manchmal ist das in unserem Leben auch so, dass wir an solchen Punkten ankommen, wo wir das, was wir mit Gott erleben, nicht mehr so verstehen, wo es da irgendwelche Irritationen gibt, wo wir vielleicht in Zweifel kommen und denken, hey, so kann Gott das nicht machen, so kann er das nicht meinen. Das kann so nicht sein, das passt nicht. Die beiden Männer, diese Jünger, die nach Emmaus zurücklaufen, sie tun das einzig Richtige. Ein dritter Mann gesellte sich ja unterwegs zu ihnen dazu und dieser dritte Mann war Jesus. Und er blättert vor ihnen die Geschichte auf. Er erzählt von den Propheten, von den Zeugnissen, von den Glaubenszeugnissen von Männern und Frauen Gottes, die den Heilsplan Gottes gesehen haben, die im Glauben dran geblieben sind und die einfach wussten, dass die Dinge, die passieren würden, von Gott da sind, als seinen Plan zur Vollendung zu bringen. Und die beiden Jünger sind sehr beeindruckt von dem, was er ihnen erzählt. Und sie laden diesen Mann ein zu sich nach Hause. Und das ist der Punkt. Wenn du in Irritation bist, wenn du eher dazu geneigt bist zu sagen, Moment mal, das verstehe ich jetzt nicht und mit dem Glauben und Jesus ist so anders und dass du dann nicht weiter dich auf den Weg in dieses Zurück machst, sondern dass du ihn einlädst, dass du Gemeinschaft mit ihm hast. Denn das war es, was diese beiden Jünger hatten. Jesus hatte Gemeinschaft mit ihnen. Er nahm das Brot und er dankte und brach es und gab es ihnen. Und ich glaube persönlich, dass sie in diesem Geben auch sahen, dass seine Nägelmale da in seinen Händen waren. Und dass sie auf einmal wussten, das ist Jesus und Jesus ist wirklich auferstanden. Der Heilsplan Gottes ist wirklich existent und ist genauso gekommen, wie es gesagt wurde. In dem Moment springt ein Funke bei ihnen über und es setzt sie etwas in Brand. Und als sie sofort zurücklaufen, um den Jüngern, die in Jerusalem geblieben waren, diese Botschaft, dieses Erlebnis mitzuteilen, da sprechen sie davon, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Ich wünsche dir, dass du in diese Gemeinschaft mit Jesus eintauchst, dass du dieses Angebot seines Leibes und seines Blutes für dich in Anspruch nimmst und dass du es zulässt, dass er diesen Funken, dieses Feuer in dir neu entzündet. Dass da ein Leben von ihm in dein Glaubensleben hineinkommt, in dein ganzes Leben, dass du aktiv wirst, dass du wieder für Jesus brennst und dass du weißt, Jesus lebt. Er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist und Jesus lebt. Ich wünsche dir, dass du entzündet wirst für dieses Brennen in deinem Herzen mit dem Heiligen Geist. Und ich weiß, dass Gott mehr für dich hat.